wieder den Anti-Islamismus oder weshalb die Friedensbewegung die US-amerikanisch gesteuerte Hetze gegen Moslems nicht mittragen darf. In der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933 brannte der Deutsche Reichstag ab, einen Terroranschlag zu fingieren, um dann dem politischen Gegner die Schuld in die Schuhe zu schieben, nennt man auch eine Operation unter falscher Flagge oder eine False Flag Attack. Am 11. September 2001 stürzten in New York drei Gebäude ein. Das dritte war WTC-7, das von keinem Flugzeug getroffen wurde. Larry Silverstein, oder Silverstein, der Mieter des WTC-Komplexes, erklärte, aufgrund von Bränden wäre das Gebäude gepult worden. Das heißt, abgerissen. Nun muss man wiederum wissen, dass für eine kontrollierte Sprengung mit mindestens 3 Wochen Vorarbeit notwendig sind. Das würde heißen, er hätte gewusst, 3 Wochen vorher, dass es zu dem Terroranschlag kommt. Wie dem auch sei, es bleiben diesbezüglich einige Fragen offen, die auf einen neuen Reichstagsbrand hindeuten. Unstrittig ist, dass die US-Regierung bezüglich der Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein angeblich gehabt haben sollte und mit denen er die USA habe angreifen können, in Anführungsstrichen, gelogen wurde. Bushs Vizepräsident Dick Cheney gab dies selbst zur besten Sendezeit zu. Seit 2001 findet trotz der mehr als dubiosen Umstände, unter denen die Türme einstürzten, eine unentwegte Hetzkampagne gegen Moslems und den Islam statt, die von den USA auf die europäischen Massenmedien übergesprungen ist. Als ob es gelte, diese Hetze zu zementieren, finanziert der CIA gemeinsam mit Saudi-Arabien religiöse Fanatiker, die als Al-Qaida, Nusra-Front und inzwischen IS bzw. ISIL Regierungen angreifen, die den USA im Weg sind. Als die Juden in Auschwitz von den Nazis ermordet wurden, lancierten, um vom Thema abzulenken, lancierten nazideutsche Kreise in den USA eine Diskussion über die Brutalität des koscheren Schlachtens durch Juden. Im Angesicht eines großen Verbrechens, kleine Schattenseiten des Opfers zu beleuchten, zeigt von Dummheit und Ignoranz. Man stelle sich eine Frau vor, die abends in einem Park vergewaltigt wird, anstatt helfend einzugreifen, wird erörtert, ob das Opfer vielleicht ihre Kinder schlägt oder aufreizend gekleidet sei, vielleicht in der falschen Partei ist oder ob man sie im Allgemeinen privat nicht mag. Was hier befremdlich und absurd klingt, ist das, was mit dem Islam und der Moslem-Diskussion gerade geschieht. Im Angesicht von seit 2001 4 Millionen in Kriegen ermordeten Moslems. Man kann sich auch fragen, 4 Millionen, müssen es erst 6 Millionen sein, muss diese magische Zahl erst erreicht sein, bevor man von einem Völkermord reden darf. Es wird ein islamisches, ölreiches Land nach dem anderen von der US-amerikanischen Supermacht aus Profitgier in die Steinzeit zurückgebombt. Aber ignorante, blöde Arschlöcher, ich bitte den Term zu entschuldigen, ja, Arschlöcher, haben nichts Besseres zu tun, als eine Islamdiskussion loszutreten, anstatt sich mit den Opfern zu solidarisieren. Einmal aus der Perspektive der Moslems, christliche Kreuzritter, haben im Jahr 1098 sämtliche über 2000 Einwohner der Stadt Ma'ara erschlagen und aufgefressen. Bitte bei Google das Jahr 1098 und Ma'ara und dann vielleicht noch Kannibalismus eingeben. Das ist keine islamische Propaganda, das ist ein christlicher Chronist, der das überliefert hat.
und allen Arschlöchern, die es wagen, ihren Rassismus und ihre Fremdenfeindlichkeit als Christentum zu verbrämen, möchte ich an dieser Stelle Levitikus Kapitel 19, Vers 34 entgegenschleudern. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen, ich bin Herr, euer Gott. Ob man nun an Gott glaubt oder vielleicht an einen Gott, der nicht unbedingt als alter Herr mit Bart irgendwo sitzt, wie auch immer. Für Leute, die die Admins der Friedenswachen-Facebook-Seite sind und meinen, Rassisten, Holocaust-Leugner und Leute, die wünschen, dass Bootsflüchtlinge von Haien gefressen werden, im Namen der Toleranz ihren intoleranten Geifer verbreiten zu lassen, gibt es einen speziellen Platz in der Hölle. Als ich nämlich Herr Admin nicht dazu entschließen mochte, einen Link, in dem der Holocaust verharmlost wird, Stichwort Irving und Leuchterreport, wird zu löschen, habe ich entfremdet und geblockt. Selbiger Admin hat mich nun aus der Facebook-Gruppe geworfen. Er kann dies tun, aber ich sage über und zu dem Admin der Facebook-Seite der Friedensmahnwache hier und jetzt, du bist mir widerlich. Du bist mir widerlich. Ich sage es noch einmal, jeder, der in Anbetracht der 4 Millionen seit 2001 getöteten Moslems und dem fortgesetzten Massenmord an Menschen islamischen Glaubens meint, er müsse sich an der Hetze beteiligen, sollte sich schämen. Menschen, die diese und andere fremdenfeindliche Hetze dulden, ignorieren oder gar als normale Diskussion rechtfertigen de facto den Völkermord und haben ebenfalls Blut an den Händen. In der Friedensbewegung haben solche Personen, die selbst Rassisten sind oder aber einfach weder Charakter noch Rückgrat verfügen, nichts zu suchen. Und vor allen Dingen nicht als Moderatoren von Seiten von der Friedensmahnwache. Danke.